Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Ihr habt ja schon mitbekommen, ich habe von der Firma Hacker zwei neue Sender bekommen, die ich euch vorstellen darf. Da habe ich ja schon Einzelvideos drüber gemacht, und zwar einmal die DS14-2 und einmal die DC14-2. Einzelvideos verlinke ich euch hier oben nochmal. Jetzt habe ich mir gedacht, mache ich nochmal ein ganz kleines Vergleichsvideo zwischen den beiden Sendern, wer es noch nicht kennt oder wer die im direkten Vergleich noch nicht gesehen hat. Es sind zwar nicht viele Unterschiede, aber ein paar gibt es ja vielleicht doch noch. Deswegen würde ich sagen, legen wir wieder sofort los, verlieren keine Zeit. Viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Ja, wie ihr anhand des Videos sehen konntet und auch anhand der Liste, sind die Unterschiede nicht sehr groß. Klar, es sind auch zwei 14er Sender, einmal als Pultvariante und einmal als Handsendervariante. Technisch sind die relativ identisch. Es gibt zwar ein paar kleine Unterschiede, wie zum Beispiel, dass die DS14 ein Gyro verbaut hat, was die DC14 nicht hat. Das liegt aber auch daran, dass man den Handsender in der Hand hält und auch bewegen kann. Beim Pultsender macht das eigentlich wenig Sinn, dann Gyro einzubauen. Noch ein Unterschied ist, dass die DS14 pro Modul, pro 2,4 GHz Modul, zwei Antennen verbaut hat. Das heißt, wir haben hier insgesamt vier Antennen, weil ja zwei Module verbaut sind. Die DC14 hat auch zwei Module verbaut, hat aber jeweils nur eine Antenne. Das heißt, wir haben hier insgesamt nur zwei Antennen. Die Schalterbelegung ist etwas anders, wobei die Anzahl der Schalter und auch die Stufen der Schalter, also zwei Stufenschalter und drei Stufenschalteranzahl, ist identisch. Nur haben wir hier manchmal einen langen und hier eine kurzen Schalterversion. Das ist ein bisschen anders bei den beiden Sendern. Der Handsender hat klar auch hier die etwas längeren Sticks verbaut. Die DS14 hat die kürzeren Sticks. Ich persönlich bin jetzt noch nie Pultsender wirklich geflogen. Ich habe nur einmal einen Handsender mit so einem Einbaupult quasi mal probiert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Hier mit den langen Sticks, muss ich sagen, wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, mal einen Pultsender auszuprobieren. Ja, ansonsten, wie gesagt, sind die Unterschiede ja gleich null, also völlig identisch technisch, bis auf die paar Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe. Gewichtstechnisch tut sich das auch nicht viel, das habt ihr ja eben in dem Video noch gesehen. Ja, und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar unter das Video, und wer noch nicht hat, kann meinen Kanal abonnieren, die Glocke nicht vergessen, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Heli Christi. Ciao.